Kaum ist der erste Monat in 2024 rum, gab es schon drei kleine Mini-Launches. Von Shot was Neues, von Datadat was Neues und ganz klar auch von Target. Luke the Nuke Littler, das gibt's nur auf Vorbestellung, kommt dann Ende Februar. Aber Dimitri Vandenberg hat zum Beispiel auch was Schönes Neues. Swiss Point Darts für rund 80 Euro ist schon ein kleiner Pappenstiel. Aber das sind nicht irgendwelche Darts, sondern die zweite Serie X-Echo bei Steel Darts. Die erste gab's für Raymond van Barneveld. Und jetzt auch schöne Swiss Point Darts im X-Echo Design von unserem belgischen Freund. Die 90% Tungsten Swiss Point Darts X-Echo unterscheiden sich gar nicht mal so sehr von den Dimi Generation 2. Sieht zwar erstmal ganz anders aus vom Coating und der Machart, ist aber von der Barrelform genauso wie die Barrel Nose, die Points oder aber auch die Einteilung sehr, sehr ähnlich zu den Generation 2. Während es die Dimi Spieler Darts in 21, 23 und 25 Gramm gibt, ist das bei den X-Echo jetzt ein kleines bisschen anders, denn die gibt es in 22, 23 und 24 Gramm. Die Barrellänge ist allerdings exakt gleich, das sind immer 48,9 mm in allen Gewichten, aber der Durchmesser unterscheidet sich so ein bisschen. Ich habe hier die 23 Gramm Variante, die hat dann 6,55 mm Durchmesser. Die ist so ein ganz kleines bisschen dicker, das sieht man dann hinten beim Schaftübergang. Da hat man so eine Art kleinen Stepdown nach hinten. Finde ich aber nicht störend, das ist halt einfach auch dem Gewicht geschuldet bei eben gleicher Länge. Wo ich gerade das Gewicht anspreche, ich habe es hier auch nochmal nachgemessen. Match-Weighted ist auf jeden Fall erfüllt. Auch diese Echo Darts kommen mit den DX Points, wie sie beim Spieler Dart auch vorhanden sind, in 26 mm, hier eben in Black. Die Nose genau gleich, die vordere Sektion eigentlich auch gleich von den Einteilungen, nur halt vom Grip hier ein feiner Microgrip mit drauf. Und dann kommt der wesentliche Hauptunterschied, nämlich die 21 mm Griffbereich danach. Wer hier vorne greift, hat ja wirklich geilen Dart. Enttäuschender wird es für alle sein, die weiter hinten oder sogar am Schaftende greifen, denn da ist der Dart einfach glatt und bietet wirklich nicht viel Grip. Also ein paar Darts aufs Board, das muss natürlich sein. Hier natürlich mit meinem eigenen Setup. Ich nutze die Winmore Fusion Flights mittellang und habe die X-Points durch Nano-Points ausgetauscht. Was ich ganz gerne mache als Trainingsspiel, ist auch einfach immer schön gerade aufs 20er-Segment und dann versuchen, so viele Darts wie möglich in der 20 zu landen. Wenn die Darts einigermaßen gut oder dicht am Triple stecken, versuche ich natürlich auch den Flight anzuspielen, dass zum einen die Gruppierung enger wird. Das ist dann aber auch die Herausforderung natürlich in diesem Trainingsspiel. Du willst ja in Richtung 180 kommen, aber da wird es natürlich auch ein bisschen enger. Das heißt, die Ausrutscher werden potenziell dann auch mal ein bisschen mehr, beziehungsweise der Kopf schaltet sich dann natürlich ein, ne? Das war jetzt, glaube ich, der 15. Dart, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Und ich meine, genau, der 16. geht daneben. Damit ist für mich dann im Prinzip die Runde beendet. Müsste man also nochmal neu anfangen oder einfach um Abwechslung reinzubringen. Ich versuche auch ganz gerne ein bisschen Routine reinzubringen, zum Beispiel jetzt Single 20, Single 20 für Tops. Meistens machst du dir irgendwie da dein Feld so ein bisschen zu. Manchmal hast du aber so eine Spielsituation. Hier bleibe ich zum Beispiel auch an meinem Flight hängen. Der hat nicht geklappt. Zweite Aufnahme ist dann besser. Das ist auch Single 20, Single 20. Der war schon ein bisschen lascher, dass der mit dem Hintern nach unten kommt und geht in die 20 oben rein. Aber eher gefühlsmäßig drüber gelupft, als da, wo ich ihn hinhaben wollte. Bulls auch immer wieder so ein Trainingsspiel natürlich fürs Ausbullen. Hier mal eine Aufnahme, die noch nicht so ganz klappt. Ich glaube, die habe ich alle drumherum genagelt. Aber die nächste Aufnahme da drauf ist dann schon ganz schön zum Abschluss. Naja, was soll man sagen? Es sind schöne Darts. Ich komme damit prima klar. Natürlich, die fliegen. Ja, die Dimi X Echo sind nicht ganz so preisgünstige Darts mit 80 Euro, aber auf jeden Fall besonders. Gerade bei den Steel Darts von Target in der Echo-Serie gibt es ja nur die Raymond van Barneveld und jetzt die Dimitri Vandenberg. Ich habe sie einige Stunden gespielt und mir haben sie auch wirklich Spaß bereitet. Und ich muss sagen, auch im Vergleich zu der Dimi Generation 2, die ich in 21 Gramm habe, liegen mir diese hier in 23 Gramm deutlich besser. Dann natürlich mit dem eigenen Setup. Ich spiele gerne die Winmore Fusion Flights in mittellang und vorne habe ich die Spitzen gegen 26 mm Nanopoints ausgetauscht. Und diese 21 mm Griffbereich mit den diagonalen Fräsungen wirklich schön. Naja, und das war's mit meinem Review. Ich hoffe, du konntest dir ein paar Eindrücke verschaffen und wenn dich noch der Spielerdart von Dimitri zum Beispiel interessiert, dann guck dir mal das ebenso verlinkte Review dazu an. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good darts, euer Olli.